Ja, da wären wir mal wieder. Was machen wir? Ich würde sagen, ich verstehe nicht, warum wir Justin Hammer sind. Okay, Valkyrie kann nicht fliegen. Warum auch immer ich das denke. Aber ey, wer kann denn fliegen? Wir nehmen Thor. Thor geht immer. Ja, Oberwelt erkunden. New York, klassischer halber. Und als danach. Oh, da haben wir direkt eine Hey, Figur. hast du eine Sekunde Zeit? Keine Sorge, es hat nichts mit der Arbeit zu tun. Moment, das ist doch wieder Coulson mit Hey, dem Wagen. Oder nicht? aufgrund der großen Nachfrage, mindestens vier andere SHIELD-Agenten, habe ich beschlossen, einen Lola-Kalender zusammenzustellen. Die Aufnahmen werden von Monat zu Monat glamouröser. Mir Okay. fehlt nur noch die letzte Aufnahme. Hulk-Selfies waren ja schnell im Trend. Was gäbe es also Besseres, als meinen Kalender mit einem Schnappschuss meiner Lieblingsdame und meines liebsten grünen Dings abzuschließen? Lass uns den perfekten Ort suchen. Lola, wir fahren. Okay, also. Also anscheinend gibt. Hallo? Was? Wie wäre es hier? Nee, du hast recht. Das geht besser. Konnte ich nicht einsteigen bei dem? Also ist mir egal, ich fliege auch gerne hinterher, aber. Der hebt einfach ab. Ich frage mich ja immer noch, ob Lola in den Filmen vorkam. Ich meine nur in Agent of S.H.I.E.L.D., aber dass die das hier schon referenziert haben, finde ich schon sehr, sehr geil. Hier? Nein? Okay, du bist der Boss. Ich habe doch gar nichts gesagt. Moment, der Sprecher. Der kommt mir gerade voll bekannt vor. So ein bisschen Owen Wilson-mäßig, ne? Also hier, ich weiß. Oh, wir haben Gesellschaft. Aber ich glaube, das ist der. Ah! Ja, das ist. Boah, bitte lass ihm nicht das Auto kaputt machen können. Darf ich? Ja, ich darf. Okay. Wo ist er? Da. Das ist so bescheuert. Ich habe irgendwie das Gefühl, er soll ja nicht fliegen. Irgendwie passt das nicht. Oh, oh, oh. Ich glaube, das geht langsam kaputt, das Auto. Oh, wir fahren weiter. Okay. Aber Agent of S.H.I.E.L.D. könnte ich auch mal wieder gucken. Irgendwie kriege ich da Bock drauf gerade. Und ich weiß es noch nicht. Das scheint ein geeigneter Platz zu sein. Warte, nein, da ist Vogeldreck. Ich kann den auch wegmachen, den Vogeldreck. Aber dein Auto sieht ein bisschen mitgenommen aus für ein Foto. Ja, du musst mit mir gerade ein Selfie machen gehen. Schnell, halte sie auf, bevor sie ihren Lack zerkratzen. Och, jetzt dauert das wieder so elendig lange, bis die spawnen, ne? So. Und das war's mit dem Auto. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Mission ist im Arsch. Ich kann mir das auch einbilden. Auf jeden Fall ist das Auto nicht neu gespawnt. Das ist schon mal kein gutes Ding. Ja gut, okay. Aber dann wissen wir schon mal fürs nächste Mal Bescheid. Oh, Unsichtbarkeit. Schießen? Muss ich hier für irgendeinen Schalter drücken oder so? Oh, Kamera. Kann ich die irgendwie schneller machen? Nö. Ja, gut. Okay, aber sie sieht nicht so aus, als müsste ich hier irgendwie was Spezielles einstellen oder so. Ah, hier kann man rüberschwingen. Jetzt das sehe ich ja jetzt erst. Ah, okay, ich sehe. Ja, grobe Jahren. Ja. Ich bin hier schwer beschäftigt, junge Dame.
ich muss hier erstmal Superheldenkram machen. Was tut das Spiel so, als würde ich das nicht bemerken? Ja, natürlich bemerke ich das hier. Aber ich glaube, die kann ja auch schießen, ne? So, jetzt aktivieren. Ist das wieder auch so ein Hydra-Teil? Es nervt heute. Ich bin auch heute nicht gut drauf. Sollte man vielleicht sagen. Also jetzt nicht negativ hier fürs Video oder sowas, so, sondern einfach nur so gestresst mäßig. Achso, da. Hat er mich überhaupt gesehen? Weil das sah gerade so komisch aus. Lego-Figuren hatten zu dieser Zeit noch keine richtigen Schuhe. Wer bist du denn? Wieso hat deine Hose an wie der Hulk? Fing, Fang, Fum! Das ist der? Und dann wird es mir auf grausame Weise weggenommen. Ich spreche natürlich von dem Restaurant, in dem ich Chefkoch war. Weg von einer Sekunde auf die andere. Aber keine Angst, denn der große Fin Feng Fum wird mit seinem neuesten Projekt in die kulinarische Welt zurückkehren. Fin Feng Fums fantastisch frische und füllend fettfreie Frohgurtfabrik. Mir fehlen nur noch ein paar Zutaten, damit ich loslegen kann. Und vielleicht ein einprägsamerer Name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fs. Ja, aber 9F finde ich schon cool. Schnell jetzt! Je schneller ich die FFFFFFFFFF eröffnen kann, desto eher kann diese gute Stadt wieder meine kulinarischen Wunder genießen. Ja, ja. Ich sehe nur gerade, das ist wieder so weit gestreut, ne? Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Ah! Wäre das hier nur das Spider-Man-Spiel? Können wir einfach hier hochrennen? Naja. Turbo kann ich ja auch nicht anmachen. Ja, wir kriegen es ja schon hin. Ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Noch höher? In der Satellitenschüssel? Ja, natürlich. Aber das ist nur eins von 15 Gegenständen. Will ich nur mal kurz erwähnen, ne? Aber wir können manchmal hier ja parallel dann noch Sachen einschalten. Muss ich die Dinger dafür... Ah, ja, ja, ich sehe schon. Ah, ich würde sagen, hoffentlich ist mein Partner dabei. So, dann nehmen wir mal den guten alten Black Panther. So. Natürlich. Uns bleibt ja sonst nichts erspart hier. ich meine Venom. Wie heißt der? Vulture auch nicht. Vision. Vision heißt der. Gibt's eigentlich von... Es gibt ja wegen irgendeinem Videospiel gab's doch total viele Venom-Versionen. Gibt's das auch von Vulture und von ihm? Also von Vulture denke ich mal eher. Weil ist ja eine Spider-Man-Sache. So, ist, hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Nein. Das ist schön für dich. Apfel. Milch. Dann will ich es zwei direkt nebeneinander. Das ist schon mal gut. Na, der Druck kann mich mal in Ruhe lassen. Ich bin hier am Arbeiten. Zwar muss ich für den guten neunfach F-Mann alles hier sammeln und nebenbei mal gucken, was man hier noch so ergaunern kann. Ja. Ich sträube mich gerade, meinen Marvel-Marathon weiterzumachen, ne? Ich muss als nächstes nämlich Phase 5 gucken. Oh. Wieso? Wieso ist das so klein? Ich muss... Ja, mach doch! Ich muss als nächstes nämlich,
Ant-Man 3 gucken. Und mit Verlaub, als ich das letzte Mal Ant-Man 3 geguckt habe, hatte ich das Gefühl gehabt, also ich bin ja nicht der Anhänger des MCUs Tod und sowas, überhaupt nicht, bei weitem nicht. Aber das war so ein Punkt, wo ich mir so gedacht habe, also ich bräuchte nicht unbedingt jeden Film gucken. Schön für dich. So, Banana und Apfel. Ich bin froh, dass wenigstens zwei Sachen immer so einigermaßen nebeneinander sind. Also den Film habe ich wirklich überhaupt nicht leiden können. Ich bin dort herbei, aber schön, dass ich ihn schon... Ist doch gut, beruhig dich. Wir haben ja auch andere Sachen zu tun. Ist irgendwie Schurkenmusik, warum auch immer. So, ist noch ein... goldener Stein. Ah, es brennt. Nee, also Ant-Man 3 und da... Nee, das ist halt wirklich... Also der Film war wirklich bar. In so vielen Belangen. Ich fand den unangenehm. Also das war so ein Film, wo du den guckst, denkst du, boah, musste das jetzt sein? Einfach so. Aber ich muss auch sagen, so öfters ich auch Ant-Man 1 sehe, also der hat am Anfang irgendwie, fand ich den cool. Besonders, weil er halt so einen Stil hat von Edgar Wright. Weil Edgar Wright sollte den ja ursprünglich machen. Der hat den ja nur geschrieben und produziert. Ich finde, den kann man gucken, aber der zweite, der ist schon nach beim zweiten Mal gucken, ist das überhaupt nicht mehr mein Humor. Und ich weiß, also will ich ja auch gar nicht abstreiten. Ich glaube, das ist auch ein Großteil. Ja, es ist halt einfach nicht mein Humor. Ja. Aber so der Rest funktioniert halt meines Meinung nach auch nicht so ganz. Also wenn das schon nicht geht, ne, also das sind ja immer nur Minuspunkte so von dem Ganzen, das will ich damit sagen. So. Weil wenn ich mit einem Film halt wenigstens Spaß mache und der ist trotzdem kacke, aber ich habe Spaß damit, so, weißt du, dann habe ich damit Spaß. So. Aber wenn ich damit keinen Spaß habe, ja, dann... Minuspunkte, wie gesagt. Oh! Was ich mit Magie mache. Aber cool, dass wir hier einfach auf dem Weg, weil wir die Kack-Gegenstände holen müssen, ja auch noch so viel anderes Zeug kriegen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Au! Hallo! Danke. Ja, ist gut mit dem Truck. Die spawnen immer wieder neu. Und ich krieg dafür nur Geld. Kriegt er ja für keine Punkte. Wir sind ja hier nicht auf der anderen Konsole, wo man dafür dann irgendwie so... Okay. Wo man dann irgendwie so die Mitteilung bekommt mit ja gut, hier hast du eine Trophäe oder sowas. So. Das gibt's ja hier nicht. Gibt ja hier keine Trophäen. Was ich mittlerweile übrigens echt schade finde. Also... Ist übrigens für mich auch langsam so ein Grund, halt vielleicht auch doch eine andere Konsole nochmal umzudenken. So, wir haben schon mal alle Milch. Weil ich halt diesen Reiz einfach cool finde, so dass du so sagst, yo, und ich habe so eine Liste, wo ich einfach sagen kann, ich habe das Spiel halt wirklich durchgezockt. Ja. Also ich bin der Meinung, es bringt nichts, das zu aktivieren. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch gar keine Karte. Ich bin auch der Meinung, das ist kleiner Stadtgebiet hier als bei Marvel. Hab den Namen vergessen. Superheroes. Banana. So, jetzt müssten wir alle haben. Wo muss ich denn jetzt hin? Wird der irgendwie mehr markiert als eigentlich nötig? Aber hier sind... Ja, wollte schon sagen, hier sind doch die Stats. Hier ist doch. Das ist alles, was ich für meinen allerersten fantastisch frischen und füllend fettfreien Frohgurt brauche. Super. Und wie es bei jedem erfolgreichen Geschäft ist, wenn der erste Frohgurt geschafft ist, geht der Rest wie von allein. Das und wenn mein kleiner Geschäftskredit durchkommt. Oh. Ja, Fing Fang Fum freigeschaltet. Tut mir auch leid, weil ich haue jetzt ab. Naja, ich gehe ab. Ich gehe ab. Ich gehe ab. Ich gehe ab, 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 ab. Entschuldigung. Aha. Also, goldene Steine-Missionen sind schon echt ermüdend, ne? Ja, also... Also in meinem Marvel-Marathon, ich bin halt am Überlegen, weil irgendwie... schön, ich bin noch gar nicht bei dir, du mit deinem Anzug.
Also ich würde halt gerne weiter gucken, halt wenigstens, dass ich sage, ich habe halt alles einmal gesehen. Also mir fehlt halt wirklich nur dieses Bonusmaterial und irgendwie ein oder zwei Serien. Aber so, die Luft ist halt raus. Aber ich weiß auch gerade gar nicht alternativ, was ich mal gucken soll, ne? Ich überlege die ganze Zeit, was guckst du, was machst du, was siehst du? Nichts! Und ich will jetzt nicht noch irgendwie, ich will, wenn dann so kleine Sachen gucken, ne? So einen kleinen Marathon machen, nichts Großes. Hey, hier drüben. Keine Sorge, das ist wichtig fürs Spiel. Das ist fürs Spiel? Ist das etwa eine Anspielung? Ja, es ist She-Hulk tatsächlich. Und She-Hulk ist Meta. Tatsächlich. Cool. Ich mag ja den She-Hulk-Anzug. She-Hulk Smash! Das ist lila, ne? Nur ein Scherz. Das ist keine verprügele so und so viele Bösewichte-Quest. Ich bräuchte Hilfe bei der Suche nach dem aktenkundigen Verbrecher, der gestern in meiner Gerichtsverhandlung freigesprochen wurde. Er ist so schuldig, wie ich grün bin. Aber die Beweise reichen einfach nicht aus. Noch nicht. Wenn wir sein Versteck finden, ertappen wir diesen hinterhältigen Betrüger auf frischer Tat. Also? Ja, klar. Ja, also ich bin tatsächlich einer der zwei Menschen auf der Welt, der die She-Hulk-Serie gar nicht mal so schlimm findet. Das Versteck muss hier irgendwo sein. Okay. K. Was war nochmal das brennende K? Und ich habe vor... Als die erschien, habe ich einen She-Hulk-Comic gewonnen und ich habe mir das tatsächlich nicht durchgelesen. Ich habe aber durchgeblättert und mir natürlich auch so ein paar Infos angesehen und doch, also ich muss sagen, She-Hulk finde ich eigentlich sogar eine echt interessante Figur bei Marvel. Und ich mag die Serie. Die Sache ist nur die, ich bin nicht gerade das unauffälligste aller Mädels für so einen Job. Sie ist sehr langsam und auch sehr klein im Verhältnis. Es ist doch eine... Ja. Wollte schon sagen, weil sie gesagt hat, eigentlich kommen keine Gegner. Aber ich fand das cool gerade mit dem Meta-Humor. Aber schade ein bisschen, dass... das ist so ein Ding, ich glaube, das wäre voll lustig, wenn die mal irgendwann noch so ein Spiel machen und Deadpool halt drin ist oder sie halt und die ganze Zeit dann so Sprüche gemacht werden wie... also das hätte... Das Spiel sich selber auf die Schippe nimmt, weil das Problem ist bei Lego-Spielen, die sind... Ich glaube, wir kommen dem Ziel näher. Ihr seid vielleicht erschüttert, und das meine ich sogar ernst, das ist sogar noch nicht mal so böse gemeint, ihr wisst, was ich meine. Lego-Spiele sind nicht gut. Sie sind okay, definitiv. Man muss halt Fan davon sein, aber wenn man sie halt mit anderen Lego-Videospielen vergleicht, sie sind halt, ja, sie sind schon im oberen Mittelfeld, würde ich sagen. Also ich spiele sie ja gern so, ne? Aber es sind halt, die haben Fehler, es ist gestreckt, sehr viel dasselbe und so. Aber irgendwie durch ihre eigene Art stechen die dann doch wieder raus und, ja. Aber zwischendurch gibt es halt die Lego-Spiele, die einfach so unterhaltsam spaßig sind. Also nicht gut will ich jetzt nicht sagen. Ich will halt einfach sagen, die machen Probleme. Können wir uns darauf einigen? Also es gibt bessere Spiele. Das wollte ich einfach nur damit sagen. Bingo, hier sind wir richtig. Oh. Sobald die Polizei einen anonymen Tipp bekommt, hier vorbeizuschauen und sich ihre Augen an all den Beweisen geweidet haben, bekommt mein Freund hier ein neues Versteck. Eins mit Gitterfenstern. Danke für die Hilfe. Aber das ist dann kein Versteck. Obwohl... War gerade wegen Geheimnis und Versteck und so. Wo ist der denn? Kann ich ihn verprügeln? Also ich kann ihn verprügeln, habe ich gerade gesehen, aber kann ich ihn so vermöbeln? Was darf ich dich schlagen? Hey, ich bin ein Edge mit einer Marke. Hä? Okay. Nein, also... Also ich bin halt ein Freund von den Lego-Spielen. Ich mag die total gerne und... Ja. Ich finde halt cool, in welche Richtung die gehen. Also ich bin so gespannt auf das nächste Lego-Spiel. Weil Lego... Was ist das? Okay. Weil Lego, Star Wars, die Skywalker-Saga war ja wirklich... Das war ja mal trotzdem sehr ähnlich, aber auch ein bisschen sehr anders, ne? Ich bin halt sehr gespannt, in welche Richtung die jetzt zukünftig gehen. Okay.
wenn du es sagst. Konnte sich dich jemand unsichtbar machen? Der hier offensichtlich nicht. Finde ich immer dieselben spielen. Das ist irgendwie so ein bisschen langweilig mittlerweile. Auf Zeit? Das wäre irgendwie sehr lustig. Oh. Das ist nicht wahr. Ich meine, es ist nicht böses Spiel, aber es wäre sehr ratsam, wenn du ein bisschen bessere Perspektive hättest. Okay, aber alles gut. Kann ich bitte die Figur wechseln? Danke. So, wir müssen flotter. Aber ich glaube, wir hätten heute sogar einiges hier so gemacht. Wer kann denn hier dingsen? Oder ist das dunkle Materie? Es ist dunkle Materie. Weil ich habe gerade noch überlegt, ob ich nicht Ultron nehmen soll. Nee, es ist Magie. Oder? Jetzt leuchtet das ja rot, aber ich hatte. Okay. Da gerade ging das irgendwie nicht so, wie ich wollte. Jetzt geht's. Hallo? Drücke bitte A. Ah, was haben wir hier? Schießaufgabe, okay. Darf ich? Ich darf. Hallo! Okay, der braucht ein bisschen. Hallo. Achso, ich kann das auch im Fliegen machen. Okay, alles gut. Bin ein bisschen blöd, der stoppt so ein bisschen. Okay, die Hälfte haben wir. Ich sehe nichts. Das ist nicht gut. Also da unten ist auf jeden Fall noch einer. Ich weiß, wo noch welche sind. Ich glaube erstmal, ob hier noch irgendwie groß was versteckt ist. So, noch drei. Noch einer. Da. Ganz. Huh! Aufregend. Ich würde sagen, noch einen goldenen Stein und dann hätten wir es eigentlich auch. Und dann würde ich gerne wieder in die klassische Richtung der Missionen gehen. Ja. Der hier. Ist das wieder derselbe? Ach nee. Das ist ein anderer. Okay, da kann ich irgendwie hoch. Wow, meine Freunde glauben mir nie, dass ich hier so nah war. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Und ich weiß noch nicht mehr. Es sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Sandmann-Ding, aber das ist den gibt's ja hier gar nicht. Hä? Was ist das für eine Wand? Nur Charakter mit Clown und Charakter mit Gra. Moment. Ach so! Mir wird gerade hier angezeigt einen Iron Man Suit. Und ich meine, der kann dann graben, ne? Was ist das? Ach so, das war der. Der sah so ein bisschen aus gerade wie Dr. Doom. Ich glaube, das habe ich auch letztes Mal gesagt. Anscheinend haben diesmal meine Katzen gleichen Reflexe versagt. Okay. Ich will gerne den Anzug jetzt haben, der mir da gezeigt wird. So, wir haben ja immer Fing Feng Fung. Wir haben She-Hulk. Warum hat hier jemand geschossen? Ah, ist bestimmt die Dings-Animation. Wo ist der? Bin ich doof? Also, ja, bin ich. Ich weiß. Ah, ist bestimmt der Ironmonger, ne? Ah, ne, der ist zu groß. Der kann doch da gar nicht durchkrabbeln. Das ist einer von den Taucher-Weltraum? Ach, wisst ihr was? Hätte ich jetzt gerne gesehen. Ne, egal.
Aber durch die Wand kramen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ne, aber das ist so eine Venom-Tür. Die gab es auch im Lego Fluch der Karibik und sowas. Durch die Teil des Schiffs, Teil der Crew, Leute. Ich will gar nicht wissen, wo mein Partner ist. Ich will es gar nicht wissen. Das sind so Sachen im Leben, die lässt du einfach stehen. So. Gut. Reicht. Ja, dann würde ich sagen, Weltraum. Und dann vielleicht rote Steine, ne? Ja. Da fliegt er.